Ein jeder weiß, dass ich Göni hab, da wiesen möchte und wissen, kaum was habe ich oder bringe das Kugel. Oder Hotzen, dann mit Watson und die Ruhe und die Kugel und so haben wir uns auf Beine, Holz und bringt da Ruhe. So, nach diesem etwas seltsamen Anfang, hallo all ihr wunderbaren Autoenthusiasten da draußen und willkommen zurück zu Cartopia TV. Und wir holen mal wieder ein Auto ab. Mein Vater hat bei einer Auktion auf Classic-Bit zugeschlagen. Nur ein kurzfristiges Ding, also es ist kein neues Auto für uns, aber es war einfach ein Deal, der zu gut war, um wahr zu sein. Ja, und welches Auto? Ein verdammter 8er BMW. Und nicht nur irgendein 8er, das ist tatsächlich ein 850i, kein CSI leider, aber der ist unbezahlbar. Aber der 850i mit dem 5 Liter V12, also eine gescheite Maschine, richtig cool. Und er hat diese wunderschönen Alpina Räder drauf, welche in gutem Zustand, habe ich erfahren, was auch ein Grund war, warum das Auto gekauft wurde, in gutem Zustand sind diese Felgen alleine 10.000 Euro wert. Also guter Deal, würde ich sagen. Ja, wir sind eben noch bei Classic Bit, man sieht es im Hintergrund, das Gebäude. Müssen das Auto jetzt noch aufladen. Hoffentlich schleift nichts. Okay. Einmal bis hier. Was tust du denn da? Ich brauche die Breite und die Länge der Schnauze, damit ich die Arretierung im Anhänger passend machen kann. Und dafür hat man einen Holzstab dabei, der zu kurz ist. Du und dein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Okay. Langsam, langsam. Ja, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Der wird aufsetzen. Ja, wenn das Auto drauf ist, kann man den nicht holen. Auto ist schwer. Ach nee. Ja, jetzt kommen wir drüber. Abstandsmäßig, ja, aber die Spiegel musst du anklappen. Ja, ja. Ah! Okay, noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Da ist er. Da ist kein Platz. Weil, wie man sieht, bei dem Hänger ein großer Nachteil: die Stütze ist im Weg, ich krieg die Tür nicht auf. Also machen wir NASCAR. So. Das alles ohne was kaputt zu machen oder zu verkratzen. Nee. Es ist noch zu erwähnen, warum wir überhaupt den 8er mit dem Hänger transportieren, obwohl er ja eindeutig fahrbereit ist, wie man gesehen hat. Ich glaube, es ist eindeutig, die Spritpreise sind zu hoch. Captain, Captain, ich habe ein Problem. Zu kurz. Der Gurt ist zu kurz. Wenn wir mit dem heimfahren würden, das würde uns ein Vermögen kosten, glaube ich. Da ist es besser, man holt ihn mit einem Dodge Ram und einem großen Hänger ab. Gut, der Ram fährt mit Autogas. Danke Autogas für ja. 90 Cent. Ja, da geht's noch. So kommen wir günstiger weg. Also für alle, die sagen, oh mein Gott, diese Rams, die sind so teuer und brauchen so viel Sprit. Nö. Es ist günstiger so wie sonst. So, gespannt, fertig. 6 Tonnen schwer, 13 Meter lang mit dem Auto drin. Ja, und tja, jetzt 450 Kilometer Heimreise.
Erst einmal müssen wir noch was abholen. Nein, erstmal müssen wir da reingehen und was gucken. Richtig, erstmal schauen wir uns noch die anderen Modelle an, die da drin sind. Eigentlich wollen wir noch was essen, aber das Restaurant hat so. Ja, findet man was anderes. Hunger! Auch Hunger. Hunger! Hey, geil, guck mal, da steht eine Cheetah. Wie viel der Cheetah ist das jetzt? Weil, ja, das ist der Bekannte, den ich da getroffen hatte, hatte eine. Dann die silberne Originale, die in Goodwood immer dabei war, und das ist jetzt die da. Vielleicht steht ja was da. Seriennummer 26 von nur ca. 30 produzierten. Wahnsinn. Schau mal, Maybach kurz und Maybach lang nebeneinander. Sieht man mal den Unterschied bei diesen langen Dingern da. Schau mal, 4SLs nach Generationen sortiert. Es kann so einfach sein. Das ist cool. Okay. Mondial? Okay. Testarossa? Okay. What is that denn? Geil. Ein Einzelstück. Design von dem Sparrow. Das sieht so absurd aus. Absurd, aber ich finde nicht schön. Das ist so extrem. Ja. Die Sparrow-Sachen waren immer so extrem. Nicht elegant. Ja, genau. Also da ist ein Testarossa eleganter oder selbst ein 430er. Aber da hinten steht ein 456er, auf dem basiert der. Sieht überhaupt nicht so aus wie ein 456er. Mhm. Er ist seltsam. Aber der 456 gefällt mir auch nicht. Da ist mir der Extreme lieber. Ja gut, der 456er ist einfach nur Fahrt. Weißt du, was ich geil finde? Hm? Den da. Die schöne Pritsche, das dürfte ein 1,5-Tonner sein. Den kannst du das Chassis verlängern, unten den Rahmen verlängern, kannst hinten eine schöne ebene Fläche machen und dann das Autotransporter hernehmen. Dabei passt der gar nicht so zu deinem Mopar-Motiv da drauf. Da ist du spoilerst gerade. Ich wollte gerade sagen, das geht nur nicht, weil ich bin Mopar-Fan und das ist ein Ford. Ja. Das ist trotzdem geil. Aber da hinten steht ein Charger. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Schweinerei. Das ist, glaube ich, mehr deins. Haben will. Ich glaube, ich nehme die Corvette. Die ist schick. Wow. Ich hoffe inständig, dass da nicht drin ist, was draufsteht. Meinst du, da ist ein Hemi drin? Ja, steht drauf. Wow. Schön. Was ist er für Größe? 8,7. Schlecht, halt schlecht. So, das war's mit der Ausstellung in Classic Bits. Ja, ein paar schöne Autos mit dabei. Und jetzt fahren wir noch den Achter zurück. Nachdem wir zuerst was zu essen geholt haben, natürlich. So, es hat jetzt leider etwas länger gedauert als gedacht. Es ist schon ganz dunkel und ich werde jetzt nur von der Lampe da erleuchtet. Also werde ich das Video hier leider beenden müssen, aber ich finde den Achter so geil. Das ist ein richtig cooles Fahrzeug und deswegen hoffe ich, dass bevor er verkauft wird, vielleicht noch ein oder zwei Videos davon zu machen sind in der nahen Zukunft. Damit ihr das nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Banner auf den Like-Button, sagt Tschüssi! Ciao. Servus.